Ja, Freunde, und damit einen wunderschönen Sonntag euch gewünscht und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal beim Zweitakt Berliner Reno. Heute mal eine Mopedfahrt mit Friends in unserer, ich nenne es mal, neu gegründeten Moped-Gang. Werde ich kein Gottfried anreiße. Wir fahren jetzt hier mal zum Treffpunkt hin. Und zwar sammeln wir jetzt erst mal den Matthias ein. Der gammelt hier nämlich gleich vor, der kommt uns nämlich gleich entgegen. Ich spoiler einfach mal, wie so ein Weltmeister. Und ja, dann fahren wir nach Mittenwalde. Wer das von euch nicht kennt. Wir fahren ja hier öfters ein bisschen hin und her. Eigentlich haben wir jetzt schon ja hier auch fast alles schon gesehen, was hier so in der Ecke ist. Aber die Tour ist cool. Da kommen mal ein paar neue Ecken zum Vorschein. Da müssen wir vielleicht nochmal mit dem Wartburg, mit Hannelore bzw. Mit Gerd, mit dem Trabi auch nochmal vielleicht langfahren, mal ein paar Videos machen. Weil die Simson-Videos werden ja leider immer nicht geguckt. Was ich immer sehr schade finde. Natürlich hatte ich hier angehalten, man kennt ihn, das ist jetzt hier nur ein Videoschnitt. Moin Matthias, da ist er mit seiner, was ist das, blau? Ja, babyblaue Mopete. Jetzt schnacken wir hier noch ganz kurz und los geht's. Und jetzt fahren wir jetzt zur Ausgangsposition. Wir fahren natürlich alle 50 Kubik, ist klar, brauche ich glaube ich nicht weiter erwähnen. Der eine 50 Kubik ist ein bisschen schneller als der andere. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Manchmal ist es so, wie es ist, kann man ja nicht ändern. Ja. So, der Matthias heizt uns jetzt schon davon. So, unsere Moped-Gang, genau. Die haben wir jetzt mal letztes Jahr so ein bisschen ins Leben gerufen. Vielleicht ist das ja mal so ein kleiner Anreiz für die Fahrvideos, dass da ein paar mehr Leute mal Bock haben, dann die Videos auch zu glotzen, wenn man vielleicht mit ein paar mehr Leuten fährt. Und ich nicht hier nur alleine vor mich hin ruhige, sondern da noch zwei, drei andere Leute mit am Start sind. Also heute sind wir zu viert. Jetzt fahren wir, wie gesagt, da nach Mittenwalde, sammeln die anderen beiden ein. Nämlich den den Mike und den Moritz, seinen Sohn. Und dann geht das los nachher. Und mal gucken, ob diese Mopedenrunde vielleicht noch ein bisschen größer wird mit der Zeit. Was ja ganz witzig wäre. Weil ich denke mal, umso mehr Fahrzeuge, umso lustiger ist es. Umso witziger ist es auch, wenn ich dann hier ein Fahrvideo draus mache. Dann ist es halt auch ein bisschen interessanter, wenn ihr noch ein paar andere Mopeds seht. Ist vielleicht auch im Video mehr los, als wenn ich jetzt hier gefühlt hier mit 60 nur über die Landstraße heize und ihr hier die Grashalme rechts und links zählen könnt, weil es in Anführungsstrichen so langsam ist. Aber wenn er halt noch ein bisschen Action-Jackson ist mit anderen Leuten, ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Genau, wir fahren heute zur, ich glaube die Bar hieß 45 unter 0. Oh Gott, ich bin schon wieder maximalst lost. Ich muss mal ganz kurz nebenbei auf meinem Handy schauen. Warte mal, ich kommentiere mal hier für euch ganz dullihaft nicht weiter. Ich gebe das hier mal kurz bei Google ein nebenbei. Warte mal. Ja, doch, das war richtig. 45 unter 0. Das Traurige ist, diese Bar gibt es jetzt nicht mehr. Die wurde geschlossen zum Anfang Februar. Jahresanfang, weiß es gar nicht mehr. Wir werden da eigentlich gerne noch mal nächstes Jahr auch ein paar Mal gefahren, weil das war echt geil da. Ich habe da jetzt nicht viel gefilmt, aber du bist halt direkt hinterm Flughafen Schönefeld und die Flugzeuge ballern da über dich rüber und kannst sie theoretisch antatschen. Das war total geil gewesen. Da haben wir Bauernfrühstück gefressen mit Matthias. Hat auch richtig lecker geschmeckt, Kaffee gesoffen. War auch ultra geil und ja, nebenbei kleiner die Flugzeuge über dich rüber und gelandet sind sie nicht, aber gestartet sind sie. Durchgestartet. Ja, aber schade. Mal gucken, vielleicht geht die Bar irgendwie an einen anderen Eigentümer über, wer weiß. Also eigentlich war das da relativ gut besucht, deswegen wundert es mich jetzt, dass die da irgendwie, sag ich mal, nicht weitermachen. Sehr, sehr schade. So, der Matthias hat hier natürlich, ist hier echt ein schönes Simson-T-Shirt an. Und ich überlege gerade, wo der so vor mir rumguckt. Der hat da so links und rechts einen Spiegel dran. Ich habe nur links einen Spiegel dran. Jetzt will ich auch mal überlegen, ob ich vielleicht auch auf zwei Spiegel upgrade und mir rechts auch noch einen rantüdeln. Ich glaube, das sieht ein bisschen ansprechender dann aus, die Simson, als wenn er nur ein Spiegel drin pimmelt. So, dann muss man hier einen Schluck Mate saufen. Ah, prima. So, auch hier wieder, ich weiß gar nicht, das waren so die letzten warmen Tage letztes Jahr, wo wir hier nochmal gefahren sind. War auch, glaube ich, im September. Die September-Videos sind jetzt bald durch. Ich glaube, ein Simson-Fahrvideo kommt noch.
Und eins, wo ich an Hannelore, das ist das nächste Video, was euch erwarten wird, wo ich an Hannelore was schraube mal wieder. Da wechseln wir nächste Woche dann quasi mal. Es ist jetzt nichts ultra spannendes, aber ich fand es ganz witzig, weil ich habe mich wieder rumgequält, ihr kennt mich. Wechseln wir mal die Scheibenwischer bei Hannelore und diesen Wischwasserbehälter, dann erwartet mich auch wieder ein bisschen Fusch. Und ja, das kommt dann nächste Woche und darauf die Woche kommt dann quasi von dieser Simson-Ausfahrt Teil 2, würde ich sagen. Dann habt ihr zwischendurch mal ein bisschen was anderes wenigstens. Und ja, dann geht's weiter mit Teil 2. Und dann sind wir eigentlich, glaube ich, für das Jahr 22 mit Videos, glaube ich, durch. Dann habe ich noch ein bisschen was aufgenommen, jetzt hier im Januar, wo es ein bisschen wärmer war. Da haben wir noch ein bisschen was gemacht. Und ja, wenn es jetzt nicht bald mal anfängt, wärmer zu werden, dann geben wir auch bald die Videos aus. Ich glaube, ich habe jetzt noch vielleicht nach dem Video hier noch 4 oder 5 Videos und dann ist vorbei. So, jetzt fahren wir hier, wie gesagt, mal kurz zum Treffplatz oder zum Treffpunkt, Entschuldigung, wo wir uns alle ja dann versammeln. Und da würde ich euch jetzt auch einfach mal mit den, da sammeln wir gerne noch ein bisschen rum. Wir gucken uns mal die Mopeds von den anderen Leuten noch an. Und ich würde dann einfach mal sagen, ich lasse euch jetzt mal, hier habe ich den voll verpasst, weil Matthias nicht geblinkt hat. Und ich dachte, es geht noch weiter. Dann habe ich die Kurve nicht gekriegt. Ich lasse mal ein bisschen mit den Zweitaktgesprächen jetzt alleine. Gibt es ein bisschen lustiges Gesabbel jetzt noch. Das könnt ihr euch einfach mal reinziehen und ich melde mich dann wieder bei euch, wenn wir wieder weiterfahren. Moin! Also meine ist mal die langsamere. Was sagst du? Meine ist mal die langsamere. Nee, ich habe ja auch einen 60 Kubik drauf. Egal, eigentlich auch, aber irgendwie trinkt bei mir nicht. Ach so. Moin! Moin, moin! Mikey, ja? Na? Moin, Steven, na? Oh, mit Barbie-Puppe hinten drauf. Soll ich mir Oma raufschnallen auf meine? Ja, nee, ich wollte mal Kicken fahren, wäre 45 über 0, hätten sie echt die LKWs, weißt du? Wenn das offen haben sollte, weiß ich nicht genau. Weil ich habe auch noch mal geguckt, du hast auch geguckt, dass du die Brenner kann sein, eventuell lass du halt zu haben. Ich weiß es nicht genau. Ja, wenn ich ballern war zu Meckes oder so. Ja. Geht auch immer. Der ist noch original, wo man halt ihn halten kann. Geschwindigkeitsmäßig. Ja. Oh, mit MZ-Spiegel dran. Sehr schön. Ich hab's erstmal mit und schaust, musst du gar nicht. Komm, können wir Moped schön für YouTube filmen nochmal. Das ist ja meine alte, die habe ich ja von. Matthias, keine Wape drin? Nee, brauche ich nicht. Warum nicht? Ich habe das 12 Volt S-Bolling genommen, aber es wäre eine Sinn, wenn ich rausschmeißen würde. Solange wie der alte Schrott funktioniert, lasse ich keinen Schrott drin. Das ist schon ein Argument, aber ich finde die Wape ist cooler irgendwie. Brauche ich nicht, weil, nee? Weil ich sage es mal, erst mehr Strom und hast du nicht gesehen, aber du, ich fahre mit eigentlich selten im Dunkeln, eigentlich gar nicht. Ja, ne, ich auch bloß selten. Solange wie meine funktioniert, ich habe das 12 Volt Elektronik, einfach weil ich gemacht habe, ich habe letztes Jahr vor 2 Jahren halt die Grundplatte rausgeschmissen, weil ich die so richtig wollte. Aber du weißt ja, haben ist besser als brauchen. Brauche ich nicht. So, ich bin gerade so vor, meinen Helm abzunehmen. Das ist, nee, das ist original hier, ne? Bei der S51, die gab es auch. Weil bei der MZ hast du die ja auch dran. Gibt's da was, ne? Aber gibt es bei Simson, glaube ich, auch, ne? Ich habe die mal nur mit diesem komischen, einfachen Halter da mal bloß dran gehabt, wenn ich auf Drehzahlmesser mit umgebaut hatte. Da musst du auch einen Seitendeckel haben, musst du auch die Förderstrecke haben. Ja, das will ich mir nächstes Jahr mal als Komplettset dann holen. Ja, aber das kann ja ruhig mit dran sein, ist ja egal. Du musst aber so aufpassen, dass der Primärritzel, da gibt es welche, da gibt es 2 verschiedene Schnecken, die du darauf schraubst. Siehst du, schraubst ja die Mutter ab und schraubst dann, genau, die Mutter auf, wo die Schnecke drauf ist, da gibt es die Ritze, die sind entweder eingefräst, ja, sonst passt das mit dem Deckel nicht an der Seite. Dann ist das, steht die so weit raus, die Schnecke, weißt du? Na, das ist so ein Komplettset, weil ich da gesehen habe, für 140 oder was. Mit Deckel, Drehzahlmesser und hier Welle und alle drum und dran. Da musst du bloß aufpassen wegen der Ritze. Und dann kann dir das passieren, wenn der Kupplungskorb und der Ritze aufeinander eingelaufen sind und, ja, du machst jetzt eine neue Ritze drauf, dass das Geräusche macht miteinander. Ja, kann sein. Das ist ja normalerweise mal aufeinander eingelaufen. Du musst mal bei den Knacken hier gucken. Ich denke auch, dass es die Kette ist. Hört man das beim Fahren auch? Nee. Heute stört das so. Geht's ohne. Ich muss mal sauber machen, die Kappe. Die ist so fest. Na, was ist denn dann? Ja, wenn die so fest ist, aber gleich Problem. Die ist so fest, ja. Dann. Achso, die ist zu fest. Die ist zu fest. Ja, das ist das gleiche Problem. Ja, da muss er jetzt durch.
Ey, die fährt ja, wird ja durch das Fahren jetzt ein bisschen warm und dann lenkt sie sich ja ein bisschen. Ja, weil ich habe ja jetzt bei noch 300 Kilometer müsste sie sowieso mal ein bisschen länger noch. Ihr kann 1,5 Zentimeter. Ja, die muss ein bisschen Spiel haben, ja, ich weiß. Wenn du so machst, 1,5 Zentimeter nach oben und die hat ja hier maximal 5 Millimeter, wenn überhaupt. Du musst ruf daran denken, wenn du rufst ist, dementsprechend fährt sie ein und dementsprechend der Weg der Kette ist damit länger, wenn du einfederst. Also bei rufst ist Moped, weißt du? Der Kettenweg ein bisschen länger und dementsprechend hast du, wie Mike sagte, 1,5 Zentimeter solltest du Spiel haben. Dass wenn du rufst, zeig mal auf wen, dass du halt dementsprechend dehnt sich ja weiter aus. Stimmt. Naja, schafft es ja. Wie schon 300 Kilometer gefahren, wie bekloppt er damit denn? Würdest du das jetzt heute auch noch mal schaffen? Ja, nicht so viel. So, ich bin der Einzige mit originalen Scheinwerfern. Sehr schön. Wir haben nochmal einen guten Titel drin. Was hast du dran? Ach, die Titellampe, ja. Wollte gerade sagen. Aber es ist auch keine originale S. Das originale S51. Ja, letzten. Aber waren die nicht glatt hinten? Die hat noch nicht diesen Pinokel da noch dran, oder? Das ist schon die Halogen. Ich kenne die nur in glatt. Nee, das sind die Halogenlampen. Okay, ich habe das originale Gehäuse sonst noch da, wenn du es haben möchtest. Weil du ja hinten den Stecker dann dran hast beim Halogen, wissen. Ah, okay. Und da wurden die hinten nochmal extra ausgebeult. Deswegen sind die passen. Na, ich habe die, wo sie glatt ist. Also wenn du willst, kann ich dir die übergeben, weil ich fahre mit meiner Tittenlampe hier auch rum. Ich muss die bloß nochmal... So, lass mal nicht stehen bleiben, alle. Ich habe gestern mal mit Vater, weil ich keinen Sprit mehr hatte, als Vater mit einem Sprit da, ja. Das ist ja ein Problem, dass ich dann frei habe. Ich kann immer achten. Wenn sie läuft, läuft's ja. Wenn sie läuft, läuft's ja. Ja, irgendwann kommen wir auf dem Rückweg tanken, muss mal gucken. Ich hatte vorhin ein Problem, dass es da halt immer. Ich brauche noch schnell meine H&M-Handschuhe hier anziehen. Die guten Motorradhandschuhe hier. Der höchste Sicherheitsstandard. So, Freunde, und da bin ich wieder zurück in dem Kommentatorensessel. Und es geht los. Wie gesagt, wir fahren jetzt Richtung Flughafen Schönefeld. Ja, doch. Mehr ist ja hier nicht. Und ja, wir fahren so ein bisschen da hinten rum, nenne ich es mal. Also ihr seht, auf jeden Fall haben wir jetzt mal ein paar neue Ecken hier aus der Gegend, wo ich wohne. So ist der Satzbau besser. Oh, hübsche Lady, ciao. So, wie gesagt, alle fahren natürlich 50 Kubik. Und ja, das ist eine schöne Ausfahrt hier auf jeden Fall. Das Wetter war auch ultra geil hier, schöner Sonnenschein. Aber ich glaube, an dem Tag waren schon mal so 15, 16 Grad oder was. Oder 17, 18, irgendwie sowas. Also ich kann mich erinnern, dass es recht warm gewesen ist. Jedenfalls war ich hier nur in meiner Strickjacke unterwegs, mit T-Shirt drunter und meine, wie ich es ja schon erwähnt habe, mit meinen H&M-Handschuhen. Und dann ging die Party hier ab. Auf dem Mopede. Jo. Überleg gerade mal ganz kurz, ob es irgendwas Spannendes für euch zu erzählen gibt. Ich glaube nicht. So, da überholt uns der Moritz mit seiner Barbie-Puppe hinten drauf und der Mikey Boy. So, und ich eier jetzt hier mal hinterher. Dann könnt ihr die alle mal sehen, als hätte ich schon wieder ein bisschen abreißen lassen. Vielleicht ein bisschen zu langsam. Achso, was ich sagen wollte, genau, wer sich jetzt noch wundert, wo der Drehzahlmesser ist. Ich hatte ja mal, wie gesagt, ein Pad-Paket-Video gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen, wo mir der Pappenklausi hier einen Drehzahlmesser geschickt hat. Wie gesagt, das Video ist aus September und der Drehzahlmesser, den gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also das Fanpaket-Video ist natürlich deutlich später erst entstanden. Aber den werden wir hier natürlich noch auftüdeln. Jetzt habe ich hier schon von ganz vielen Leuten Hilfe und Tipps und Tricks angeboten bekommen. Der Mike hat mir auch schon freundlicherweise Hilfe angeboten, dass ich mit ihm mehr zusammen machen könnte. Ich will jetzt aber überlegen, ob ich es alleine geschissen kriege oder ob ich tatsächlich sein Hilfeangebot annehme. Und wir vielleicht, wenn er Bock hat, ich meine, er ist ja sowieso auf YouTube zu sehen, also er ist so ein bisschen kamerascheu, glaube ich, aber Mike, du hast jetzt Pech gehabt, Grüße an der Stelle. Deine Fratze war jetzt eh schon zu sehen, fällt mir gerade auf, jetzt ist eh zu spät. Vielleicht ist es ja dann jetzt für ihn dann kein Problem, mit mir das dann zusammen zu machen und ich filme es dann wieder und er zeigt mir mal, wie das geht. Also das heißt nicht, dass er das machen soll. Ja, sondern dass man einfach mit ihm nur zusammen macht und er hat halt quasi, er macht Auge
und passt auf, dass ich das richtig mache. Das ist so mein Plan. Also ich will es auf jeden Fall selber machen. Aber es wäre natürlich cool, wenn vielleicht jemand irgendwie dabei ist, der das schon mal 75 Mal gemacht hat. Ich könnte mir jetzt natürlich auch einen, oder wenn man überholt, schon auf einer durchgezogenen Linie, Dulli, ey. So, gucken wir uns hier nochmal an, die Kumpels hier, Mike und Rowitz. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben. Nee, Quatsch, ich wollte was anderes sagen. Ich könnte mir auch ein Video angucken, so rum, genau, wie man das macht. Da werde ich mit Sicherheit auch schlau draus werden. Das würde mit Sicherheit auch gut funktionieren, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber wie gesagt, ihr könntet mir ja mal auch schreiben, was euch lieber ist. Soll sich der Zweitakt-Berliner damit alleine rumquälen? Also Video gucken und selber machen? Oder wollen wir das mit Mike zusammen machen? Schreibt das mal in die Kommentare rein, was euch da lieber ist. Wesentlich mach Hashtag Mike oder Hashtag YouTube-Video. Denn weiß ich das hoffentlich noch, wenn ich die Kommentare lese, weil ich nehme das Video jetzt hier am Mittwoch auf. ich bin Rentner, habe das dann nicht so schwer vergessen. Oder schreibt Hashtag mach alleine oder Hashtag mach mit Mike. Ist einfacher, dann weiß ich, dann kann ich das eher wieder zuordnen. Oh, der hatte aber kein 50 Kubik der Drift, der hat's da überholt hat. Ciao. Ja, das wäre nochmal eine coole Geschichte. Ich persönlich wäre für gemeinsam machen. Joa. Was gibt's sonst noch Schönes? Wir müssen noch über das Finanzamt reden. Das machen wir aber nicht in diesem Video. Da mache ich jetzt bald ein separates Video nochmal dazu. Wenn ich da jetzt endlich weiß, was Phase ist. Und so. Das wird nicht schön werden, Freunde. Denn dort, dann fülle ich jetzt hier den Tank. Ach so, ich habe mich auf die... Ich war, mich auf die Karre raufgelegt, weil ich hier Matthias überholen wollte. Ich habe mich jetzt quasi aerodynamisch hinuntergelehnt und habe versucht, hier Matthias abzuziehen. Ihr könnt es links so ein bisschen an seinen Rädern erkennen. Der hing da auch auf seinen Lenker drauf. Da, guck. Aber hier, Gottfried, ist schneller. Jetzt geh durch, Junge, wie verrückt. Ja, aber abgezogen, Junge. Das haben wir auch bei der Fahrt festgestellt. Matthias hat das langsamste Moped von allen. Den langsamsten 50 Kubikzylinder. Und Kolben. Aber macht ja nichts, ist ja nicht schlimm. Wird es aber einfach nur ein bisschen dickrümpfiger als die anderen und deswegen ist es ein bisschen langsamer. Man weiß es nicht. So. So, Hasis, aufmerksame Zuschauer haben bestimmt gerade festgestellt, dass wenn wir eine in den Kreisverkehr eine Ausfahrt später genommen hätten, dass wir da Richtung Blankenfelde gefahren wären zur Wartburgfabrik. Ja, wie ihr aber unschwer erkennen könnt, sind wir heute anderweitig abgebogen. Wir fahren jetzt hier echt über schöne Dörferchen, aber hier ist auch nichts los, ne? Guckt ihr das an hier? Ich glaube, war das ein Feiertag gewesen, wo wir hier gefahren sind? Ich weiß es ja nicht mehr. Ich muss selber kurz drüber nachdenken. Am September und Feiertag. Ach, hier doch, Tag der Deutschen Einheit, glaube ich, war das. Da haben wir das gemacht. Warte mal, ich muss kurz gucken, ich weiß nicht, wann der ist. War es am 30. Oktober? Warte. Ich bin gerade voll der Rentner. Tag der. Ich gucke wieder am Handy hier nebenbei. warte. Am 3. Oktober, Entschuldigung. Na, fast. Die 3 hat ja schon mal gestimmt. Dann war das am 3. Oktober gewesen. Dann war das hier ein Feiertag. Aber wie ihr sehen könnt, Alter, bei den Dörfern, da kannst du dir gute Nacht sagen. Am helllichten Tage können die sich da gegenseitig gute Nacht sagen. So, Mike festet seinen 50 Kubikzylinder, ob er auch heiß laufen kann. Die Barbie-Puppe hat dann die blonden Haare im Wind. Prima, allen geht's gut. So, Matthias mit seiner lahmen Krücke hier. Ciao. Wiederschauen und reingehauen, mein Freund. Ach, noch nicht. Ich dachte, oh, ist nicht bergauf. Bergauf ist immer... Boah, wer kennt es, mit der Simson bergauf zu fahren? Du fährst da hoch, Vollspeed, aber die Karre wird immer langsamer. Außer du fährst Tuning-Scheiße dann nicht. Wieder, wobei wahrscheinlich da auch, aber... Boah, ätzend. Also, ich weiß noch, dass das mit der MZ, war das nicht so ein Gekrampfe gewesen. Die hat da einfach durchgezogen. Wenn du mit 100 da hochgeknallt bist, oder mit 110, dann hat die da die Geschwindigkeit auch gehalten und ist nicht wieder abgekackt. So, jetzt lehnen wir uns hier wieder rauf. Nur ein bisschen aerodynamische Tempo. Jetzt fahre ich, glaube ich, hier bei Moritz im Windschatten und versucht den da irgendwie einzuholen. Aber ich weiß aus Fachkreisen, dass sein 50 Kubik ein bisschen mehr schafft als meiner. Also war das eigentlich für ein Arsch, was ich da gemacht habe. So, ich schalte gerade die Kamera. Ah, jetzt. So,
Also die Kamera könnte ein Stück höher sein, aber jetzt kommt sie noch nachgerutscht. Ja, Freunde, ansonsten, was können wir noch erzählen? Hier so ein bisschen Videoplan fahrmäßig. Quatsch. Videofahrplanmäßig, so rum, macht es mehr Sinn. Wie gesagt, genau, nächstes Video, dann habe ich ja schon gesagt, mit dem Büscher und dem Scheibenwaschbehälter, dann nochmal Ausfahrt Teil 2 hier. Dann habe das auch mit Simson-Videos geschafft erstmal. Dann habe ich auch erstmal da nichts. Was habe ich noch aufgenommen? Wir haben bei der Wartburg-Fabrik nochmal Kühlwasser getauscht mit Hannelore zusammen. Das weiß ich noch, oder an Hannelore zusammen, so rum. Das weiß ich noch. Oh, da habe ich kurz einen Anruf gekriegt. Sorry, da muss ich kurz das Video mal pausieren. Was ich sagen wollte, dann habe ich noch mit Hannelore ein richtig krampfiges Video gehabt, wo ich den Motorhaubenverschlussbolzen und dieses Motorhaubenschloss gewechselt habe. Das wird auch noch richtig wild. So, hier halten wir natürlich auch an. Prima, sehr vorbildlich. Ah, oder auch nicht. Ich habe mir das Schwarze werfen, let's go. Genau, das wird auch noch mal richtig wild. Da will ich aber auch nicht zu viel spoilern, was dann passiert. Ich glaube, zwischendurch habe ich mit Hannelore noch ein Fahrvideo aufgenommen. Und wir haben noch ein Video mit der, wo wir das Kombi-Instrument was probiert haben. Ja, ich sag bewusst probiert. Leute, die den Kanal intensiver verfolgen, den geht jetzt Licht auf. Ah, da war ja noch was. Ja. Ja, da war noch was. Und ich glaube, das war's. Mehr habe ich nicht. Dann sind alle Videos durch. Ich muss jetzt echt dann bald auch mal wieder ein bisschen gucken, dass ich mal was aufnehme. Das kann auch mal passieren, dass vielleicht im März oder was mal kein Video kommt oder mal zwei Videos ausfallen. Ein oder zwei Videos mal ausfallen, so rum. Das weiß ich jetzt aber noch nicht. Das kann ich euch noch nicht sagen. Ich versuche da irgendwie hinterher zu kommen mit Aufnehmen wieder. Weil die Zeitblase ist jetzt so langsam weg. Ich meine, es geht noch allerhand Zeug an. Was wir noch machen müssen, wie gesagt, wir müssen den Drehteilmesser hier noch rantübeln, dann wir müssen bei Hannelore die Karosserieauflagen Gummis tauschen. Ich habe das schon 100 Mal erwähnt, was wir alles noch machen müssen. Wir müssen bei Gerd noch mal einen Check-up machen. Wir können bei Gerd mal so ein Unterboden-Tüdel-Video mal machen, wo wir, Mike hat ja wie gesagt so eine kleine Hebebühne, da wollte ich mit Gerd sowieso mal rauf, da können wir uns den von unten mal angucken. Da müssen wir mal gucken, ob die Dreieckslenker fest sind, weil ich da so einen komischen Rumpeier da habe. Ja, mit, das gleiche mit Hannelore, da muss der Unterboden noch gemacht werden. Da haben wir auch hier mit den Boys jetzt hier aus dem Mopeten-Video hier gerade. Da wollen wir noch grillen und dann nebenbei kratzt dann der Zweitakt-Berliner unten die alte Unterbodenmumpe ab bei Hannelore. Die anderen grillen und dann kleist er das neu ein, dass Hannelore da schön versiegelt ist. Irgendwas wollte ich da noch machen, ich habe es schon wieder vergessen. Also es ist noch allerhand Getüdel zu erledigen. Ja. Und da rücken wir jetzt dem Flughafen Schönefeld immer näher. Das ist ja BER, Entschuldigung, wir fahren zu, das ist ja BER, ich bin ja ein Dödel. Wobei, das ist ja da, ist ja eigentlich Schönefeld, wenn du es streng genommen nimmst, ist es ja da in der Nähe. So, da fahren wir nämlich hier schön hinten lang, das ist eigentlich voll die geile Piste hier. Ich glaube, eine geile Fahrradstrecke hier auch, aber ihr wisst, ich und Fahrradfahren, nee, ist jetzt nicht so mein größtes Hobby. Ich kann es auch schön durchpeitschen, ne, mit der Karre. Ja. Da habe ich euch mal ein bisschen die Start-Landebahn gezeigt. Also weiß nicht, ob der Start oder ob das die Landebahn ist, fragt mich nicht. Eins von beiden. Jedenfalls der Fluggelände. Übrigens, ich habe ja einen Gaming-Kanal, das wissen ja jetzt aufmerksame Zuschauer. Und da hat der Pappenklausi den Microsoft-Flugsimulator geschickt. Das heißt, auch hier werden wir mal versuchen zu landen, dann im Microsoft-Flugsimulator. Mal gucken, ob das was wird. Das wird witzig und wild. Und so. Drehen wir hier noch, wie gesagt, einmal mit unseren Mopetis hier, einmal um den Platz rum. Und, naja, eine Runde jetzt nicht. Also wir fahren hier einmal, also wir müssen hier glaube ich lang fahren. Wobei wir hätten noch links, da bestimmt, wo die Bäume sind, noch fahren können. Da bestimmt noch auch normale Landstraße. Aber Matthias hat sich für die Route hier entschieden. Die ist auch echt schön. Hier kannst du auch schön glotzen und alles. Also hast du schöne Landschaft hier auf jeden Fall. Also links zumindest, rechts jetzt vielleicht nicht unbedingt mit der Leitplanke da. Aber das geht schon klar. So, ziehen wir ja mal an Mike vorbei. In seinen 50 Kubik läuft hier schon heiß. Ciao. Ja. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall, mit den Jungs noch mehr Videos aufzunehmen. Die Fahrt hat richtig Bock gemacht damals. Und ich freue mich auch schon, wenn das Wetter jetzt endlich mal wieder ein bisschen geiler wird. Und wir da wieder losknallen können. Und ihr wisst ja, ich hätte immer noch gerne eine MZ.
Moin Mopedenbruder. Noch eine kleine Sache am Rande, die eigentlich unwichtig ist, ich aber trotzdem gerne erzählen möchte. Und das wissen natürlich nur die Leute, die diese Simson-Video gucken. Mein Stiefvater hat da eventuell so ein paar Connections zu jemandem, der aus Ungarn kommt. Jetzt schlackert nicht gleich mit den Ohren. Du, Matthias wollte mir hier noch irgendwas zeigen, aber das hatte sich dann irgendwie wieder erledigt. Er wollte hier noch ein paar Flugzeuge filmen, aber hier war jetzt erstmal nichts. Ja, Connection zu so einem Arbeitskollegen da, der kommt aus Ungarn und der hat da wiederum in Ungarn Connections. Und ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, worauf das hinauslaufen wird. Der will sich da jedenfalls mal umhören für mich. Ob wir aus Ungarn vielleicht irgendwas Cooles noch uns organisieren können. Müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht so ein Bauschaumopfer da irgendwie finden. Also ihr wisst ja, so ein 353 Tourist wäre noch was Schönes. Vielleicht kann man das ja dafür einen guten Preis schießen. In Ungarn sind die Kahn ja noch halbwegs erschwinglich. Da kriegst du das noch für einen vernünftigen Preis wenigstens. Irgendwie war ein 1-1er Trabant im Gespräch, hatte mir mein Stiefvater erzählt. Da wisst ihr ja, bin ich ohne auf der Lauer, am besten im Universal. Also vielleicht haben wir sowas noch irgendwie mal irgendwann auf dem Kanal oder demnächst. Ich weiß aber noch nichts Genaueres, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Vielleicht hat er da auch irgendwie Connections und kennt jemanden, der noch eine MZ hat oder irgendwas, ne? Eine Trophy 2 oder TS250. Grüße an den Marcel, der will mir ja meine 250 nicht zurückverkaufen. Ja, schade, ärgere mich immer noch über den Verkauf, aber gut, so ist es so. Zukünftig werde ich hier nichts mehr von meinem Fuhrpark verkaufen. Genau, und dann haben wir da vielleicht noch irgendwie was am Start und haben dann noch was zum Tüdeln wieder. Das wäre cool. Wird natürlich dann wild, Roadtrip-mäßig dann das abzuholen, weil wir müssen natürlich dann logischerweise nach Ungarn dann hinfahren. Da habe ich gar keinen Bock drauf, wenn ich so dran denke. Das ist eigentlich voll weit weg. Ja, also ich weiß gar nicht, wie lange man da fährt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall ist es ein bisschen. Und ist natürlich dann für den Arsch, wenn du da hinfährst und dann hast du da so ein Bauschaumopfer dann und freust dich eigentlich, da irgendwas Cooles dann mitzunehmen. Und dann hast du nachher so eine Karte mit Bauschaum ausgespritzt. Ja, ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Aber gut, das weiß man dann natürlich immer erst, wenn du dann da vor Ort bist. Aber ja, mal schauen. Vielleicht kennt ihr auch irgendwelche Leute, die hier in Deutschland mit so ungarischem Zeug irgendwie sich die Zeit vertreiben, nennt es mal, mit Verkaufen hier. Man weiß es nicht. So wie ganz viele andere Mopedfahrer, also Motorradfahrer. Ja, weiß nicht, ob die da auch von dieser Bar gekommen sind, aber ich weiß gar nicht, wir sind relativ früh dahin gefahren, aber waren jetzt um 10, 11 rum, glaube ich. Und wie gesagt, haben dann da gefressen. Also, denke ich mal nicht, dass die von da kommen, wenn ich gerade mal so ein bisschen mein Gehirn in Wallung bringe, sondern wahrscheinlich hatten die genau die gleiche Idee wie wir. Ey, letzter geiler Tag dieses Jahr, wir schwingen uns dann auf unsere Zweiräder und Abfahrt. Und das war's, ja. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich bin fertig mit erzählen. Mir fällt jetzt aber ehrlicherweise nichts mehr ein. Das Video geht noch ein paar Minuten. Ich würde sagen, ihr genießt einfach noch hier so ein bisschen Zweitakt-Sound die letzten 2, 3, 4 Minütchen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo vor allem Dingen da. Lasst einen Kommentar da. Ihr wisst, das pusht immer die Videos und hilft uns, dass der Kanal wächst, dass wir auf YouTube angezeigt werden. Und das hilft mir auch bei dem Problem mit dem Finanzamt aktuell. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video, wenn ich da an Hannelore rumtüdle. Und bleibt sauber, habt einen schönen Sonntag. Und nochmal vielen Dank an den Matthias, an den Mike und an den Moritz für diese geile Fahrt hier. Und ja, bis dahin, euer Zweitakt Berliner. Ciao!
deine Blinker eigentlich nicht? Batterie ist leer. Ach so. Ich hab's mal versucht, ich muss mal eine Batterie besorgen, weil ich kann nicht laden. Weil ich wäre fast Mike seinen Sohn gerade drin gedonnert von hinten. Der hat ausgeholt wie ein Verrückter und ich kam da gerade angeschossen, weil ich nicht wusste, dass du hier rum wolltest. Ich hab dir extra noch die Hand rausgehalten. Ach so? Ja, das habe ich ignoriert. Ich glaube, wir holen mal so einen Stein hier. Wir haben so ein Dreckchen verteilt, aber das haben wir nicht. Wie sieht Uni, was das da war? Steht das jetzt hier so halbwegs? Hast du noch einen schlimmeren gesehen im Video? Ja, ja, hier. Der ist gut, aber wenn der jetzt auf. Du hast einen breiteren Stein da. Na, scheiß drauf. Der schmeckt auch einen breiteren Stein. Wird schon werden.